Dies ist nicht ein Tag aus dem Leben des Josef Neckermann, sondern dies ist eine Stunde aus dem Leben des Karl Arsch. Wir zeigen, warum die vielen machtlosen Karls mächtiger sind als die wenigen mächtigen Josefs. Karl ist 22 Jahre und Schlosser. Es ist kurz nach acht. Ich stehe jetzt seit gut 10 Minuten hier. Bisher war alles ziemlich ruhig. Ich bin zum ersten Mal als Streikposten eingeteilt. Da sieht man mal, dass es noch klappt, wenn alle zusammenhalten. Und da sieht man auch, wer im Betrieb die Arschkriecher sind. Vor 7 Jahren war hier der letzte Lohnstreik. Da war ich noch Stift. Ich fand das damals alles ziemlich blöd. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Die hatten uns während der Lehrzeit ja auch ganz schön geimpft. Die armen Unternehmer nagen am Hungertuch und so. Mir sind fast die Tränen gekommen. Und in der Schule haben sie uns ja auch nur lauter Märchen erzählt. Wie gut uns das heute allen geht. Und dass jeder seines Glückes Schmied ist. Schön wär's. 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, 12%, 12%. 12%, 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 12%.
denkt zurück.